Ja, moin moin Leute, was geht? Diesmal wieder euer Sergeant Pepper am Start. Und heute habe ich hier ein weiteres Seraphenwaffen-Tutorial für euch. Und zwar handelt es sich heute hier um die Leadstorm aus dem Big Game Hunter DLC. In meinem Fall ist es die Resolute Leadstorm. Aber in eurem Fall kann sich der Prefix der Waffe wie immer verändern. Also, ich habe das Ganze hier für OP8 und der Schaden, also der Basisschaden hat ca. 315.000. Und ja, es ist jetzt nicht unbedingt so hoch für Assault Rifle. Das ist ein Assault Rifle von Vladov. Und ist aber okay. Also ist jetzt nichts unglaublich hohes, aber ist auch nichts unglaublich niedriges. Ist für OP8, würde ich sagen, durchschnittlich, ist sehr okay. Dann die Accuracy mit 70,4 ist auch für ein Assault Rifle durchschnittlich. Die Fire Rate mit 11,8 ist ziemlich hoch, das ist sehr gut. Der Reload Speed mit 4,7 ist allerdings auch hoch. Dafür ist aber die Magazingröße dementsprechend auch sehr hoch, was auch ziemlich gut ist. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Waffe bzw. den Grundschaden und den Schaden der Waffe. Und zwar gibt es noch eine Besonderheit bei der Waffe, die ich euch gleich draußen besser zeigen kann. Denn die Flugbahn der Projektile ist gekrümmt. Das kann ich euch hier schon zeigen. Draußen sieht man es dann allerdings noch besser. Wenn ich jetzt auf den Kopf schieße, ihr habt gesehen, ich schieße drüber. Das hat damit zu tun, dass die Projektile absinken, aber wie gesagt, das werde ich euch draußen gleich nochmal zeigen. So, jetzt auf den kritischen Bereich macht ihr ungefähr, einen Moment, ungefähr 5 Millionen waren das jetzt, ungeslaggt, und auf den normalen Körperbereich macht ihr so circa, was soll ich sagen, sagen wir 1,5 und 2,5 Millionen Schaden, wenn ihr jetzt mal guckt, ja, sagen wir 1,5, es waren 1,5. Und ja, wenn ihr den Gegner jetzt geslackt habt, dann macht ihr in den kritischen Trefferbereich 14 Millionen und so auf den Oberkörper 4,2 Millionen Schaden, was doch schon wirklich ziemlich gute Werte sind. Und ja, ich zeige euch jetzt gerade natürlich nochmal die Flugbahn, also die spezielle Flugbahn der Projektile hier draußen. Und zwar, wenn ihr jetzt mal hier gerade ausschießt auf so eine weitere Distanz, seht ihr ja, wie sich die Projektile da hinten gerade abgesenkt haben. So. Also, das hat natürlich zur Folge, dass man mit der Waffe jetzt nicht auf Ziele schießen kann, die besonders weit weg sind, wie ihr seht. Die Projektile sinken alle ab da hinten. Aber ich denke, die Range reicht eigentlich für die meisten Ziele aus. Wenn man dann halt auf Long Range geht, musste man dann halt, also auf richtig weite Reichweite, muss man halt eine andere Waffe nehmen. Und ja, ihr bekommt die Waffe in Hunter's Grotto Lodge, glaube ich. Nein, ist so. Ja, da reisen wir jetzt einfach mal gerade hin und ja, dort könnt ihr sie im Seraphenshop für Seraphenkristalle kaufen. Das zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal. Und ja, wir müssen jetzt einfach gerade kurz die Zeit abwarten, bis wir jetzt endlich spawnen. So. Und ja, hier ist dann zu unserer Rechten ist dann hier der Seraphenwaffenshop. Und ja, hier haben wir auch schon eine Leadstorm mit einem anderen Prefix. Die sieht etwas anders aus. Kostet 120 Seraphenkristalle. Und ja, hat halt hier noch Melee Damage und das Element Fire. Und ja, aber der Schaden ist niedriger als bei unserer. Unsere hat, wow, wirklich um einiges höheren Schaden, fast 60.000 mehr. Also da könnt ihr einfach beim Kauf drauf achten. Ihr könnt sich einfach hier kaufen, wie gesagt, dass ihr da vielleicht eine mit etwas höherem Schaden bekommt, so wie ich. Hier ist wirklich ziemlich niedrig, der Schaden hier ist wirklich ziemlich niedrig. Und ja, wie gesagt, hier bekommt ihr die Waffe, hier könnt ihr sie euch zulegen. Und ja, dann hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst doch vielleicht einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Würde mich wie immer sehr drüber freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch tun. Würde mich wie immer auch sehr freuen. Und ja, dann wie gesagt, haut hier rein, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.